Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Jazz Club Live hier im neuen Schauspiel und natürlich auch zu Hause an den Bildschirmen. Endlich darf ich das mal sagen. Wir sind hier live auf Stream mit dem Team von Livestream. An dieser Stelle schon mal ein herzliches Dankeschön. Ja, ihr dürft klatschen. Ganz wichtig, dass man euch auch hört. Ne? Es ist ja oft so bei solchen medialen Großereignissen, Millionen draußen an den Bildschirmen. Aber war eigentlich überhaupt jemand dabei? Ne? Heute Abend gibt es auf jeden Fall Zeugen, die hier anwesend waren und bezeugen, dass dieses Konzert tatsächlich stattgefunden hat und wissen, dass das so war. Was wollte ich sagen? Genau, ihr macht euch durch Klatschen bemerkbar, soll auch gut gegen Coronaviren sein. Es ist einigermaßen erwiesen, dass dabei doch einige Viruspartikel getroffen werden und eingehen. Also fleißig klatschen. Die Damen, ja bitte gern, die Damen und Herren an den Bildschirmen zu Hause können sich durch Spenden bemerkbar machen. Das geht, ja. Ich weiß nicht genau wie, ich kenne mich da nicht so aus, aber ich glaube, es gibt da so Zahlungsmittel, PayPal, Bitcoin, Dauerauftrag etc. Und mittlerweile gibt es auch einige Bands, die wirklich bezeugen können, dieses Geld kommt an. Es landet nicht bei Bill Gates oder dergleichen. Das geht an die Band und es geht an Livestream und macht solche Aktionen möglich. Ja, die Band, die wir heute Abend hier haben, ist der Auftakt zu einem Reigen von vielen verschobenen Konzerten. Gott sei Dank ist das Jahr lang genug, deswegen feiern sie immer noch Jubiläum. Es gibt diese Band schon so lang, dass inzwischen relativ gesichert ist, dass die Mitglieder regelmäßig durch ihre Klone ausgetauscht werden. Sie ist tatsächlich eine der am längsten zusammenarbeitenden, spielenden Bands der Jazzgeschichte. Nils hatte mal eine Werkschau auf dem Berliner Jazzfest und hat in dem Programmheft, wie ich finde, sehr erfrischend geschrieben, oder war es ein Interview, ich weiß es gar nicht mehr genau, über die Neigung von Festivalmachern zu Festivalbands. Die stellen dann irgendwelche Bands zusammen, die dann für 2 Tage irgendwo eingesperrt werden. Und dann kommt irgendwas dabei raus. Er macht das anders, hat ganz viele Bands, mit denen er lange zusammenarbeitet. Und das hört man auch. Und wir freuen uns ganz besonders, dass Sie heute hier sind und uns das Ergebnis dieser langjährigen Arbeit präsentieren. Gegründet im Jahr 2000, heute hier zu Gast im neuen Schauspiel Leipzig, live on stage, Route 70. Viel Vergnügen. Vielen Dank, sehr schön für uns hier zu sein. Es war natürlich im März ein bisschen traurig, kurzfristig alles abgesagt, aber umso schöner, dass wir jetzt eine kleine Tour machen können und diese 20 Jahre gemeinsam und auch mit euch und anderen Publikum zelebrieren können. Es war bis hierhin eine sehr schöne Reise und wir haben noch 2 Stück, aber es war, ging alles eigentlich ganz gut und wir freuen uns sehr, hier zu sein in Leipzig. Und wir haben gedacht für diese 20 Jahre, dass wir so ein Programm zusammenstellen von den ganzen verschiedenen Aufnahmen und Programmen, die wir gemacht haben, also kreuz und quer, insgesamt 8, 9 Aufnahmen. Und wir haben einfach ein bisschen ausgewählt aus den verschiedenen Stücken. Und das erste ist von Nils und heißt Rich Kid. Viel Spaß. Ja. Bye.
Thank you.
Dankeschön, das war Breathing, ein Stück über den Atem von unserem Album und Programm mit dem schönen Titel Fahrvergnügen. Das heißt deswegen so, weil unsere beiden Neuseeländer gefunden haben, irgendwie brauchen wir jetzt mal einen deutschen Titel. Und dann fiel die Wahl auf Fahrvergnügen. Und als nächstes ein Stück aus unserem Route 70 on 52nd and the Quarter Street Programm, wo wir so neue Themen mit so einem speziellen Tonsystem geschrieben haben über Broadway-Klassiker. Das heißt Jilt. Thank you.
Als nächstes wieder ein Stück aus unserem Programm Fahrvergnügen, das heißt Lunch Break, deswegen, weil ich immer, wenn meine jetzt 18-jährige Tochter, irgendwie als sie damals irgendwie so 1 oder 2 war, Mittagsschlaf gemacht hat, habe ich versucht, mich hinzusetzen und Stücke zu schreiben. Und eins davon ist dieses hier und es heißt Lunch Break. Thank you.
Ja, vielleicht guckt ja Nelly sogar zu, für die, also ist ja nicht für sie geschrieben, aber während sie geschlafen hat, vielleicht hat es ja doch irgendwie einen Einfluss drauf gehabt. Meine Familie, die haben schon gefragt, gibt es wegen dem Livestream, genau. Hallo, liebe Leute im Livestream, auch von unserer Seite. Willkommen. Sehr angenehm hier zu spielen. Schöner Raum, natürlich für euch hier im Saal und freut uns. Wir haben einige Alben aufgenommen, die so ein bisschen konzeptionell geprägt sind, wie zum Beispiel Route 70 on 52nd and a Quarter Street, aber auch ein Blues-Album. Das Blues-Album heißt Listen to Your Woman und das nächste Stück ist so eine Art Reggae und heißt deswegen Behind the Heartbeat. Thank you.
Thank you.
Dankeschön. Dankeschön. Das war gerade eben ein Blues von unserem Bassist aus Auckland, Matt Pimmon. Und das hieß Hellplay Blues. Und es geht weiter mit einem, wir haben auch eine Aufnahme gemacht. Und ihr seid schon angesagt, wir haben verschiedene Schwerpunkte gehabt. Einmal Blues, viele Töne, paar andere Sachen über die Jahre. Und manche sind vergriffen, aber Nils hat sehr liebevoll eigentlich für unsere März-Tournee, was abgesagt wurde, eine Box zusammengestellt. Und daher dieser kleine Werbeblock jetzt. Es ist einfach, ich mache das einfach mal, ne? Es ist aus dem Weg. Und da drin sind alle 8 CDs, eine Schallplatte, auch ein Booklet mit dem Text von Ahmed Chabot, ein toller Journalist aus New York, und viele Bilder von unserer ganzen Reisen und auch Freundschaft zusammen, diese 20 Jahre, waren auch ziemlich viel unterwegs in der Welt. Ja, ja, du lachst, aber das ist schon so eine schöne Sache. Und sogar ein USB-Stick ist dabei, USB A, B und C. Und da drin sind auch die ganzen Filme, die ganzen Noten und sind Aufkleber vorne drauf. Da hatten wir unsere Schnurrbarte, wir hatten so sehr viele Themen, also visuelle Themen, Frauenkleider, Schnurrbarte, Sonnenbrände, alles durchgemacht. Ja, und ja, das war eine schöne Sache. Und jedenfalls, das ist alles dann für die Sammler unter euch. Es gibt nur noch ein paar Stück. Ne? Und vor allen Dingen, unsere Schlagzeuger unterschreibt immer sehr, sehr gerne, der Jochen. Ne? Einfach ansprechen. Und genau, das nächste Stück ist dann von dem Route 70 on 52nd and a Quarter Street und heißt Wrong Lips. Thank you.
Thank you.
last one, right? Pop some of you. Dankeschön. Das war Wrong Lips und wir kommen zum letzten Stück für heute Abend. Die Hygiene-Polizei-Bedingungen und so, wir müssen dann lüften. Ja, also das, man hat uns schon signalisiert, es sei nicht ganz so extrem streng, aber jetzt kommt vorläufig erstmal ein letztes Stück. Und bevor wir das spielen, möchte ich erstmal ein paar Sachen sagen. Nämlich erstmal möchte ich einen Mitmusiker ansagen, nochmal einen herzlichen Applaus bitten für Hayden Chisholm am Altsaxophon. Am Schlagzeug Jochen Rückert. Am Kontrabass Matt Penman. Danke. An der Slide-Trombone und Bleistift Nils Walkum. Yes. Dankeschön. Ja, es gibt ja jetzt große Ereignisse, die bald kommen. Das Jazz Festival Leipzig findet statt, großartig. Also ich hatte, die meisten Festivals, die jetzt ich hätte spielen sollen diesen Herbst, sind abgesagt worden. Aber ihr habt es geschafft. Super, das freut mich sehr, sehr. Also natürlich immer unter widrigen Bedingungen, deswegen auch erstmal herzlichen Dank, dass Livestream das hier überträgt. Und an euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer draußen, nochmal der Appell, den Jazzclub Leipzig zu unterstützen. Denn es ist sonst nicht finanzierbar, mit so einer kleinen Zuhörerzahl hier im Saal irgendwie das Ganze und solche Konzerte zu finanzieren. Vielen Dank dafür. Danke, dass ihr heute Abend da wart und dass ihr irgendwie gut irgendwie, weiß ich auch nicht, uns gute Stimmung gemacht habt, so wie wir für euch oder so. Es ist ein Ding, ja, genau. Danke dafür und danke an den Jazzclub, dass ihr hier so super Arbeit macht. Immer wieder neue Leute, die man kennenlernen darf. Super Team. Danke an Esther, mit der ich Kontakt hatte irgendwie und die das alles hier organisiert hat. Danke euch. Ist Applaus wert. Das letzte Stück heißt Hot Summer Blues.
Dankeschön. Ihr hört ein Konzert von Route 70 mit Hayden Chisholm, Jochen Rückert, Matt Penman, Nils Wogram. Danke. Dankeschön. Gerne spielen wir noch ein Abzacke von Nils.
nach 20 Jahren müsste man irgendwann auch ein bisschen anfangen, so Kraft zu sparen. Und das heißt in unserem Fall ab und zu mal so ein Trio-Stück spielen. Ne? Warum nicht? Dann musste der eine einfach so ein bisschen sich erholen, tief durchatmen, Wasser trinken. Und in dem Fall ist der Schlagzeuger, also ich habe mir so ein Trio-Stück geschrieben. Manchmal, wenn es gut geht, wenn es ihm wieder gut geht, dann joint er uns am Ende. Und wenn nicht, ist auch kein Problem. Das ist ein Blues, es geht durch 24 Tonarten, deshalb heißt es auch 24, ist von Nils. Und das spielen wir noch gerne noch als zweite Absacke. Jochen Rückert am Schlagzeug. The sound of Bergisch Gladbach.